Es geht heute um zwei wichtige Vorhaben der Regierung, wo wir substanzielle Fortschritte gemacht haben. Ich darf zuerst über die Energiehilfen informieren. Wir haben versprochen, vor Weihnachten Planungssicherheit zu geben, was in dieser sehr unsicheren Phase, die für Unternehmen sehr schwierig ist, die Energiekosten betrifft, soweit das überhaupt geht, natürlich als Bundesregierung. Die deutsche Bundesregierung hat vor nicht allzu langer Zeit, vor ungefähr 2 Wochen, eine Regelung getroffen mit der Gas- und Strompreisbremse für Unternehmen, die natürlich auch für Österreich Auswirkungen hat. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie, der österreichischen Betriebe an der Grenze, aber in ganz Österreich. Und wir haben uns daher dafür entschieden, dass wir zuerst den Energiekostenzuschuss 1, wo die Förderperiode bis Ende September gelaufen ist und wo jetzt die Auszahlungen erfolgen der Anträge, dass diese Förderung des Energiekostenzuschusses 1 bis Ende des Jahres 2022 verlängert wird und dass wir für das gesamte Jahr 2023 einen Energiekostenzuschuss 2 auflegen, der auf Basis des dann erweiterten Beihilferahmens der Europäischen Kommission, der Europäischen Union, etwas weitgehender Förderungen zulässt. Da sind 2 Hauptunterschiede zum bestehenden Energiekostenzuschuss 1. Erstens, dass in der Förderstufe 1 die Förderintensität von 30% auf 60% erhöht wird. Das heißt, ein größerer Teil der Mehrkosten wird gefördert. Es werden immer nur Mehrkosten gefördert, aber ein größerer Teil. Und dass es in der Förderstufe 1 und 2 keine Nachweis der Energieintensität braucht. Also Unternehmen, die eben nicht energieintensiv sind, aber trotzdem unter hohen Energiekosten leiden, dass die auch einen Teil ihrer Mehrkosten gefördert bekommen können. Wir orientieren uns hier sehr stark. Das war der Anker am europäischen Krisenbeihilferahmen, der uns eben ermöglicht, dass diese Förderungen ausgezahlt werden. Und wir gehen davon aus, dass viele andere Länder in Europa ähnliche Regelungen treffen werden. Wir haben uns für ein Antragssystem entschieden und nicht für die gleiche Regelung wie in Deutschland, weil wir glauben, dass das treffsicherer ist, dass das auch besser sicherstellt, dass die Regeln eingehalten werden. Und dazu komme ich jetzt dann gleich. Vielleicht noch ganz kurz zum Energiekostenzuschuss 1. Da sind bisher 87.000 Unternehmen auf uns zugekommen, haben sich registriert dafür. Es sind natürlich noch nicht alle Anträge eingelangt. Wir haben bisher knapp 2.000 Anträge. Die ersten Gelder sind auch schon geflossen. Ein Teil dieser Anträge wurde schon abgearbeitet. Dieser Energiekostenzuschuss 1 wird jetzt, wie gesagt, eben bis Jahresende verlängert, mit den gleichen Regeln wie für den Energiekostenzuschuss 1 bis Ende September. Und da gibt es eine kleine Unterscheidung. Es geht um den Dampf, der auch aufgenommen wird als Energieform. Ansonsten gibt es keine Unterschiede. Für den Energiekostenzuschuss 2, der ab 1. Jänner dann gilt, gibt es dann insgesamt 5 Förderstufen. Und ich glaube, am einfachsten ist es Ihnen anhand eines Beispiels klar zu machen, wie das funktioniert. Das wäre jetzt ein Beispiel einer Bäckerei. Die Bäckerei verwendet hier Strom und Erdgas und fällt in die Förderstufe 1. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen rund 3,6 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht und dafür 6,5 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Im Jahr 2023 wird das Unternehmen angenommen die gleiche Menge verbrauchen und dafür 30 Cent bezahlen. Daraus ergibt sich eine Preissteigerung von 23,5 Cent pro Kilowattstunde und die Zuschusshöhe beträgt eben in der Stufe 1 60% dieses Preisanstiegs. Das Unternehmen bekommt also als einen Zuschuss pro Kilowattstunde durchschnittlich 14,1 Cent in diesem Förderstufe. Diese 60% sind genauso ausgewählt anhand von vielen Beispielen, dass sie die Förderhöhe der deutschen Strom- und Gaspreisbremse praktisch im Durchschnitt gleichstellt. Das heißt, wir stellen sicher, dass Unternehmen in Österreich keinen Wettbewerbsnachteil haben und damit über das Fördersystem ähnlich gefördert werden wie über die deutsche Strom- und Gaspreisbremse. Daraus ergibt sich eine Förderhöhe von 507.600 Euro für den Strom und analog dazu sehen Sie auf der Folie die Berechnung für Erdgas. Und so kann man das für alle 5 Stufen durchdeklinieren. In der Stufe 1, wie gesagt, gibt es keine Notwendigkeit eines Nachweises einer besonderen Energieintensität. Gefördert werden eben 60% der Mehrkosten im Vergleich zu 2021. In den höheren Stufen steigen die jeweiligen auch Voraussetzungen. In den höheren Stufen
gibt es auch geringere Förderintensitäten. Das ist, glaube ich, wichtig. Generell gibt es einige Kriterien, die in allen Stufen gelten. Und das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Wir haben in der Regelung für den Energiekostenzuschuss ganz klar festgelegt, dass es eine Beschäftigungsgarantie braucht, analog zur deutschen Regelung bis 2024. Davon können die Sozialpartner eine Ausnahme machen. Das muss aber eine Sozialpartnereinigung sein. Und es gibt natürlich auch alle anderen Regeln aus dem Energiekostenzuschuss 1, die weiter gelten. Darunter fallen zum Beispiel Regeln, was Boni und Dividenden betrifft. Also eine Reihe von Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Förderung treffsicher ist und dass aus dieser Förderung natürlich auch das entsteht, was wir wollen im nächsten Jahr. Eine Unterstützung der Wirtschaft, die Österreich zugutekommt, mit höherer Beschäftigung und natürlich auch mit der Möglichkeit, diese Unternehmen weiter zu investieren und einen Teil dieses massiven Kostenanstiegs abzufedern. Natürlich wäre uns lieber gewesen, das sage ich auch ganz offen, wenn auf europäischer Ebene zumindest beim Strom den Vorschlag, den wir gemacht haben, hinsichtlich einer Entkoppelung des Strom- vom Gaspreises, die Strompreise stärker gefallen wären und damit eine Förderung in diesem Umfang gar nicht notwendig wäre. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Es gibt weitere Diskussionen auf der europäischen Ebene. Im Moment ist es wichtig, in dieser schwierigen Phase die Unternehmen in Österreich zu unterstützen. Sie werden sicher fragen, wie viel Budget steht für diese Maßnahme zur Verfügung. Es ist so, dass sich natürlich nicht ganz abschätzen lässt, wie hoch tatsächlich die Kosten sind. Wir gehen im Moment und wir rechnen in den nächsten Tagen die genauen Zahlen aus. Die werden wir dann auch natürlich präsentieren, von einer Belastung des Budgets im mittleren bis hohen einstelligen Milliardenbereich aus. Es hängt alles davon ab, erstens natürlich, wie stark die Preise steigen oder wie hoch sie im nächsten Jahr sind. Niemand kann sagen, wie hoch die Erdgas- und Strompreise und andere Energieformen im nächsten Jahr sind. Und zweitens hängt es natürlich davon ab, welche Unternehmen unter den Voraussetzungen diese Förderungen auch in Anspruch nehmen. Wir hören natürlich auch von einigen Unternehmen, die sagen, naja, unter den Voraussetzungen einer Beschäftigungsgarantie bis 2024 oder unter Einschränkungen bei Dividendenzahlungen wollen wir das nicht in Anspruch nehmen, wir brauchen das auch nicht. Das heißt also, diese Abschätzung ist schwierig, es wird immer gewisse Unsicherheit geben, was die Kosten betrifft, aber wie gesagt, ein mittlerer bis hoher einstelliger Milliardenbetrag ist aus unserer Sicht realistisch und entspricht ungefähr dem, was Deutschland auch vorsieht. In Deutschland ist der Betrag mal 10 gerechnet ungefähr in diesem Rahmen, wenn man sich die Unterlagen zur Gas- und Strompreisbremse auch näher anschaut. Wie gesagt, ich glaube, dass dieses Fördermodell eine hohe Treffsicherheit aufweist. Das war uns wichtig. Das Fördermodell bringt, das könnte einer der Kritikpunkte sein, die Preise nicht nach unten. Allerdings tut das deutsche Modell auch nicht, nur für den Verbraucher, für die Verbraucherin. Der Rest zahlt der Staat. Das heißt, in der Wirkung ist das aus meiner Sicht auch äquivalent. Wir werden natürlich auch sicherstellen, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass alles getan wird, um Wettbewerb zu unterstützen. Es geht natürlich darum, dass diese Förderung dazu dient, dass Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind, unterstützt werden und nicht, dass sie genutzt werden, um die Preise nach oben zu bringen. Da werden wir ein sehr genaues Auge drauf werfen. Insgesamt glaube ich, dass es zeigt, diese Regelung, dass wir sehr rasch ein sehr großes Paket vorlegen konnten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich beim Koalitionspartner für die Geschwindigkeit. Vor 2 Wochen hat Deutschland das Modell präsentiert. 2 Wochen später haben wir ein sehr umfangreiches Paket. Ich bedanke mich natürlich auch beim Bundeskanzler und Finanzminister, weil das, wie gesagt, keine alltägliche Maßnahme ist. Es ist eine Maßnahme, die angesichts der großen Herausforderungen, die jetzt auch wirklich schlagend werden, bei vielen Unternehmen kommen jetzt die hohen Rechnungen an, eine Maßnahme, die notwendig ist, damit wir die österreichische Wirtschaft, den Standort Österreich und vor allem die Beschäftigung hier am Standort sichern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Witter. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Wirtschaftsminister, lieber Martin, schönen guten Morgen auch von meiner Seite heute. Danke für Ihr Interesse an den Themen des heutigen Tages. Die Energiepreise sind schon seit einiger Zeit sehr hoch. Und der Grund dafür ist einfach, wir werden mit Preisen erpresst, wir werden mit Energie erpresst. Wladimir Putin will uns unter Druck setzen und er will auch seinen Krieg finanzieren. Und viele Menschen in Österreich, viele Unternehmen in Österreich leiden unter dieser Situation. Viele müssen sehr genau aufs Geld schauen, müssen sich einiges absparen. Und wir wollen
Ihnen als Bundesregierung zur Seite stehen, unterstützen. Wir haben das in der Vergangenheit getan und wir tun das auch weiter. Und ich bin deshalb sehr froh, dass der Herr Sozialminister und der Herr Finanzminister mit den zusätzlichen Mitteln für den Heizkostenzuschuss eine gute und eine treffsichere Unterstützung für die Haushalte umsetzen. Und ich bin deshalb auch froh, dass wir mit dem Energiekostenzuschuss 2 ein Instrument für Betriebe präsentieren können, das jenen unter die Arme greift, für die die Energiekosten einfach eine große Herausforderung sind und die sie nicht allein stemmen können. Das aber auch zielgerichtet ist, damit wir nicht mit Steuergeld die Gewinne großer Konzerne bezahlen. Die Maßnahme sichert Arbeitsplätze und unseren Wirtschaftsstandort und das ist richtig in Zeiten wie diesen. Wir sind uns aber auch bewusst, wir beide, die Bundesregierung, wir sind uns bewusst, dass was wir hier machen, Symptombekämpfung ist. Das löst nicht die Ursache des Problems. Aber ich stehe zu dieser Symptombekämpfung. Wenn man sich verletzt, dann macht man auch zuerst ein Pflaster auf die Wunde, versucht eine Blutung zu stillen oder einen Verband anzulegen, bevor man sich damit beschäftigt, wie hätte man den Unfall eigentlich überhaupt verhindern können. Aber trotzdem sollte und muss man das auch tun. Und deshalb schicken wir heute auch das Energieeffizienzgesetz in Begutachtung. Sehr geehrte Damen und Herren, die günstigste Energie ist die, die wir nicht nutzen, die wir nicht verbrauchen. Jede gesparte Kilowattstunde spart Geld. Und ich möchte mich deshalb wirklich bei allen bedanken, völlig egal ob zu Hause oder im Unternehmen, die in den vergangenen Monaten dazu beigetragen haben, dass Österreich Energie spart. Und es ist uns einiges gelungen. Beim Erdgas liegen wir im November rund ein Viertel unter dem Fünfjahresschnitt. Beim Strom sind wir im Fünfjahresschnitt im November um 4% weniger im Verbrauch. Aber auf diesen Zahlen wollen und werden wir uns nicht ausruhen, sondern wir werden einen rechtlichen Rahmen schaffen, damit wir konsequent vorankommen beim Energiesparen. Das Energieeffizienzgesetz ist dieser gesetzliche Rahmen. Das Energieeffizienzgesetz ist unser Energiesparplan für Österreich. Und ich bin froh, dass wir diese entsprechende Einigung jetzt auch in Begutachtung schicken können. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit bei dir, lieber Martin. Natürlich auch bei allen Expertinnen und Experten der jeweiligen Ministerien, die hier intensiv an diesem Gesetz gearbeitet haben. Lassen Sie mich kurz auf die wichtigsten Eckpunkte eingehen. Erstens, wir wollen bis 2030 den gesamten Energieverbrauch um rund ein Fünftel senken. Das sind Energieeinsparungen von insgesamt 180 Terawattstunden Energie. Damit liegen wir über dem Ziel, das uns die EU aktuell vorgibt und nehmen auch bereits die künftige Verbesserung auf EU-Ebene, die gerade verhandelt wird, vorweg in Österreich. Ich halte das für zentral, denn wann, wenn nicht jetzt, brauchen wir Tempo beim Energiesparen. Der zweite Punkt ist, wir unterstützen Haushalte und Unternehmen bei dieser großen Aufgabe mit jährlich 190 Millionen Euro für zusätzliche Maßnahmen, die Energie sparen, die bis 2030 auch gesetzlich fixiert sind. Und wir legen dabei einen Schwerpunkt auf jene Bereiche, wo der Umstieg am schwierigsten ist. Von den großen Industriebetrieben mit Fabriken bis zu den Haushalten, die am wenigsten verdienen und für die Energieeffizienz gleichzeitig und am deutlichsten spürbar auch mehr Geld am Ende des Monats bedeutet. Und drittens, wir nehmen unsere Vorbildrolle als Bund ernst, denn auch das ist wichtig. Nicht nur reden, sondern mit gutem Beispiel vorangehen. Deshalb schreibt das Energieeffizienzgesetz im Bundesbereich die Sanierungsquote von 3% pro Jahr gesetzlich fest. Jedes Jahr werden also 3% der Bundesgebäude auf den neuesten Stand gebracht, damit wir Energie sparen, damit wir aber auch Kosten sparen. Und das geht von den Polizeistationen über die Schulen bis hin zu den Ministerien. Glauben Sie mir, da gibt es einiges an Potenzial. Ich weiß, das Thema Energiesparen ist immer ein bisschen schwierig zu fassen für einen selbst. Natürlich auch in einem Gesetz, denn Energie, die man nicht verbraucht, die sieht man nicht. Die scheint nirgends auf, die wird ja erst gar nicht einmal produziert. Damit wir aber trotzdem einen guten Überblick haben, gibt es auch im Energieeffizienzgesetz klare Regeln. Die E-Control wird künftig als Behörde, als unabhängige Behörde den Energieverbrauch analysieren, diese Berichte auch an die EU-Kommission melden. Und wir geben auch den Bundesländern klare Einsparziele, damit auch sie wissen, wie gut sie unterwegs sind. Und eben dann auch die Maßnahmen treffen können, wenn es in einem Bereich mehr braucht.
Große Unternehmen müssen in Zukunft alle 4 Jahre einen Energieaudit ablegen, um ihre Einsparpotenziale zu kennen und dann auch handeln zu können, wenn das notwendig ist. Und auch die Haushalte werden diese Unterstützung bekommen, indem die Energieversorger Stellen einrichten, qualitätsgesichert, die diese Menschen in unserem Land beraten und an die man sich wenden kann, wenn man Hilfe braucht beim Thema Energiesparen. Sehr geehrte Damen und Herren, in unserem ganzen Land heizen wir heute leider noch viel zu oft wertvolle Energie beim Fenster raus, also sprichwörtlich, weil wir nicht die effizientesten Produktionsprozesse oder die modernsten Maschinen verwenden, aber auch wortwörtlich, weil es in unseren Häusern zieht, weil wir undichte Fenster haben oder schlecht gedämmte Fassaden. Und dieses beim Fenster rausheizen, das ist für viele Haushalte, aber auch für viele Betriebe in den vergangenen Monaten zu einer echten Belastung geworden. Es ist richtig teuer, finanziell, aber natürlich auch für die Umwelt. Wer jetzt Hilfe braucht, dem greifen wir unter die Arme, mit dem Heizkostenzuschuss, mit der Stromkostenbremse, mit dem Energiekostenzuschuss. Aber wir wollen eben nicht nur die Symptome der Krise lindern, damit wir sie gemeinsam durchstehen. Wir wollen eben auch die Ursachen bekämpfen und das tun wir mit dem Energieeffizienzgesetz. Wir machen uns gemeinsam an die Arbeit und dichten die Fenster in unserem großen gemeinsamen Haus Österreich ab, Flügel für Flügel, Schritt für Schritt, so dass wir Energie sparen, so dass wir Geld sparen und unabhängig werden von importierten, dreckigen Erdgas und Erdöl. Sehr geehrte Damen und Herren, um zum Schluss zu kommen, 2022 war zweifellos ein hartes, ein sehr herausforderndes Jahr. Wir sind auch noch nicht über den Berg. Es ist noch einiges zu tun auf europäischer Ebene. Martin Kocher hat es angesprochen bei uns. Aber wir wissen, was es braucht. Und wir können handeln, um die Situation zu verbessern. Und deswegen schicken wir heute das Energieeffizienzgesetz, unseren Energiesparplan für Österreich in Begutachtung. Wir wollen bis 2030 ein Fünftel unseres Energieverbrauchs einsparen. Wir unterstützen mit 190 Millionen Euro jährlich für Haushalte genauso wie für Betriebe und als Bund gehen wir voran, indem wir unsere Gebäude rasch und konsequent sanieren und so Energie sparen, weil eines hat uns dieses Jahr mit Sicherheit gezeigt, Energie ist endlich und sie kann sehr teuer sein. Jede Kilowattstunde, die wir sparen, hilft. Die beste Energie ist und bleibt nämlich die, die wir gar nicht erst verbrauchen und diese Lehre setzt das Energieeffizienzgesetz um. Und dafür vielen Dank. Vielen Dank. Wir starten mit Ihren Fragen. Frau Hase, bitte. Claudia Hase, Kleine Zeitung. Die 190 Millionen, mit denen energiesparende Investitionen dann künftig bei Unternehmen gefördert werden, stehen die nicht in einem krassen Missverhältnis zu den, sage ich mal, 6 bis 9 Milliarden, die Sie da ausschütten wollen? Die 6 bis 9 Milliarden waren wert. Sorry, ja, die Maske ab. Es werden ja, wenn ich das richtig verstanden habe, 190 Millionen pro Jahr zur Verfügung gestellt für Unternehmen, die in energiesparendere Maschinen zum Beispiel investieren. So habe ich es verstanden. Steht aber diese Summe nicht in einem krassen Missverhältnis zu den Hilfen, die jetzt ausgeschüttet werden? Müsste nicht diese 190 Millionen, ich sage mal, müsste das nicht viel, viel mehr sein im Vergleich zu dem, was jetzt an Symptombekämpfung gemacht wird? Danke, jetzt habe ich die Frage auch in der Gänze verstanden. Ich habe es gesagt und ich stehe dazu, die Symptombekämpfung ist wichtig. Wir müssen unterstützen, um über diese Krise zu kommen. Wir machen Symptombekämpfung aber so, wir unterstützen so, dass 2 Dinge gewährleistet bleiben, nämlich das Preissignal ist und bleibt der größte Hebel und das größte Signal für Energieeffizienz. Weil das Preissignal zeigt uns jetzt, Energieeffizienz rechnet sich derzeit schneller, gerade für die Betriebe, wie jemals zuvor. Das Preissignal bleibt aufrecht. Wir haben analog wie Deutschland bei den höheren Stufen mit den Fördersätzen eine Begrenzung, wie viel Prozent des Mehrverbrauchs wir fördern. Das heißt, für einen Teil bleibt auch das volle Preissignal aufrecht. Also wir haben geschaut, dass wir diese Unterstützung smart machen, so dass sie auch die Energieeffizienz weiter voranbleibt. Und es bleiben auch die Einsparvoraussetzungen des Energiekostenzuschusses 1 aufrecht im Energiekostenzuschuss 2. Und die 190 Millionen Euro, die im Energieeffizienzgesetz zur Verfügung stehen, das sind eine Zahl, die wir
auf Berechnungen des Umweltbundesamts aufbauen, die uns genau angeschaut haben, was ist die Verpflichtung, die wir als Bund übernehmen, was braucht man hier für Unterstützung, und die haben wir natürlich auch schon im Budget vorgesehen. Wir wollen ja anfangen und genau damit auch umsetzen. Bitte. Frau Ministerin, Sie haben jetzt Ziele vorgegeben für die Einsparungen, aber Sie haben uns eigentlich nicht genau gesagt, was die Unternehmen denn genau machen müssen, um diese Ziele zu erreichen. Also die Lieferantenverpflichtung ist scheinbar weg, von der habe ich nichts gehört, dass Unternehmen nachweisen müssen, wie sie einsparen. Audits alle 4 Jahre, ist das nicht ziemlich zahnlos? Und das WIFO hat zudem auch vorgeschlagen, dass es ein Bonussystem geben soll, wenn man nachweisen kann, dass man Energie eingespart hat. Das gibt es auch nicht. Warum nicht? Also zuerst das Energieeffizienzgesetz. Wir haben uns einerseits natürlich angeschaut, wie hat das bisherige Gesetz funktioniert, wie waren die Erfahrungen in anderen Ländern mit ihren Energieeffizienzgesetzen, und haben dann ein Gesetz gepasst, das für diese Zeitenwende und in dieser Zeitenwende, in der wir jetzt stehen, passt. Das stärkste Energieeffizienzanreiz ist ein Preissignal. Und wir müssen so ehrlich sein, die Zeit der günstigsten Energie, wie wir sie vor diesem Krieg gehabt haben, die ist vorbei. Diese Zeitenwende heißt, wir sind in einer neuen Zeit, auch energiepolitisch. Und das ist die eine Seite. Die zweite Seite, gerade zur Lieferantenverpflichtung, ist, wenn das so ist, dann führt die Lieferantenverpflichtung ja dazu, dass die Verpflichtung weitergegeben wird an die Preise für die Konsumenten. Das wollten wir bewusst jetzt nicht machen, weil es in dieser Zeit nicht adäquat ist. Und zweitens müssen wir uns auch ganz ehrlich eingestehen, die hat vor allem dazu geführt, dass sehr kreativ gerechnet wurde, aber in der Substanz sich wenig verbessert hat. Wir wollen in der Substanz bei den Energieeinsparungen vorankommen, und genau das tun wir. Der Herr Zirm. Wir haben mit dem Gesetz den Rahmen, also den Energiesparplan für Österreich. Wir haben aber in den Maßnahmen natürlich viele, viele verschiedene Maßnahmen, auf die wir aufsetzen. Wir haben die 190 Millionen Euro im Gesetz, aber es gibt daneben die Sanierungsoffensive, es gibt die Maßnahmen, die wir in den Bundesländern umsetzen müssen. Also wir werden das über viele verschiedene Maßnahmen in der Fläche umsetzen, und genau das braucht es, weil da geht es Da geht es einfach darum, tatsächlich den Verbrauch runterzukriegen. Wir haben uns alle möglichen anderen Systeme auch angeschaut. Es ist nicht trivial, wie man verhindert, dass man dann das Einsparen im Luxusbereich überproportional belohnt und das Einsparen bei den Menschen, die sich schon kaum was also die sich schon jetzt jeden wirklich sparsam mit Energie umgehen, weil sie auch sparsam umgehen müssen, dann nicht mehr adäquat gesehen wird. Also wir machen das zielgerichteter mit den Programmen, die wir ausrollen. Herr Zirm. Minister Koch, eine Frage zum Energiekostenzuschuss. Jetzt ist so, der wird ja ex post ausgezahlt, sprich, weil Sie haben ja gesagt, das weiß man dann, also irgendwann im Jahr 2024 wird das Geld erst fließen. Wie will man jetzt verhindern, dass die Unternehmen im Jahr 2023 die Energiekostensteigerung in ihre Preise reinpacken? Das treibt die Inflation, und dann gibt es im Jahr 2024 dann aber doch die Geldzahlung in Milliardenhöhe, wie wir jetzt gerade gehört haben. Wie will man da verhindern, dass wir denn hier nicht eine Art dass es zu der Situation kommt, dass die Unternehmen sich das ohnehin bereits von den Kunden geholt haben, dass die Energiepreise und aber noch die Förderung vom Staat bekommen? Und dann eine grundsätzliche Frage zum Thema Überförderung. Wir haben ja nach der Corona-Krise, wo sehr viel Geld ausgegeben wurde, hat der Rechnungshof und auch die Ökonomen haben gesagt, wir hatten hier eine Überförderung. Ist die Gefahr nicht, dass wir jetzt wieder in die gleiche Situation schlittern? Vielleicht am Anfang zur Auszahlung. Das wird so vonstatten gehen, es wird durch die AWS, die Förderbank des Bundes, abgewickelt, gibt also keine eigene Stelle, und es wird gewisse Phasen geben, das heißt, das Geld wird auch schon im Laufe von 2023 fließen, die letzte Abrechnung wird erst 2024 sein können, aber es ist klar sozusagen, dass es auch wichtig ist, geht ja nicht nur um die Wettbewerbsfähigkeit, geht auch um Liquidität für Unternehmen, also es wird Auszahlungen im Jahr 2023 auch für den Energiekostenzuschuss 2 geben, die genauen Details werden festgelegt in der Richtlinie dann, aber es werden verschiedene Antragsphasen sein. So, die Frage der Weitergabe in den Preisen. Die Schwierigkeit für Energieförderungen ist natürlich, dass es auf der Einzelebene des Unternehmens unmöglich ist zu prüfen, inwieweit die Preise
erhöht werden aufgrund der Energiekosten. Die werden auch erhöht werden müssen, weil wir ja nur einen gewissen Prozentsatz der erhöhten Kosten fördern können. Die Unterscheidung auf Einzelebene ist unmöglich. Wir orientieren uns hier am Krisenrahmen, am europäischen Befristeten und natürlich an der deutschen Regelung, die die genau gleiche Problematik hat. Die Gefahr, hier sehr einschränkend zu sein, wäre, dass wir viele Unternehmen einfach aufgrund der großen Schwierigkeit, das in Preisen weiterzugeben, verlieren würden, Insolvenzen erfahren würden. Und natürlich geht es auch um den Wettbewerb innerhalb von Europa, aber auch über Europa hinaus. Das heißt, der Wettbewerb ist entscheidend und deshalb ist diese Maßnahme so getroffen, wie sie ist. Natürlich ist es auf Einzelebene nicht möglich zu prüfen, ob das zum Teil in Preisen weitergegeben wurde. Deshalb auch mein Hinweis auf die starke Aufmerksamkeit für den Wettbewerb und die Preisentwicklung. Das werden wir natürlich im Ministerium sehr, sehr genau machen. Machen wir jetzt schon, machen wir noch genau in der nächsten Zeit. Die Frage ist, wie man Überförderung definiert. Also ich gehe davon aus, dass die Unternehmen, sie werden sich auch verpflichten, dass natürlich nicht überfördert wird. Ich gehe aber sicher davon aus, angesichts 2023 der Lage am insgesamt, was Konjunktur betrifft, dass das jetzt für die Unternehmen ein besonders gutes Jahr wird, auch trotz der Förderung, weil die Wachstumserwartungen schlecht sind, vergleichsweise mit 2022 und weil die Herausforderungen groß sind und die Unsicherheit bleibt trotzdem noch da. Sie wissen zwar, dass es eine gewisse Prozentsatz der Energiekosten gefördert werden können, aber es gibt Unsicherheit über die Preisentwicklung und der Rest, hast du angesprochen, Leonore, der Rest ist ein hoher Anreiz, einzusparen und auch zu investieren in Energieeffizienz. In der Mitte. Okay. Frau Ministerin, eine Frage, habe ich das richtig verstanden? Sie machen quasi Naming and Shaming mit diesen Zielvorgaben, weil jetzt konkrete Vorgaben, Unternehmen muss XY tun, wird es nicht geben, das sollen die Preise richten. Und Herr Minister, können Sie dieses mittleren bis hohen Milliardenbereich, 5 bis 8 Milliarden, können Sie das ein bisschen beziffern? Wird es einen Nachtraghaushalt geben? Ich glaube, 6 Milliarden sind ja budgetiert, aber das könnte ja diesen Rahmen schon sprengen, verstehe ich das richtig? Die Hilfe läuft dann für ganz 2023. Und letzte Frage, Sie sind ja auch Ökonomen. Sie sagen, Wettbewerbsfähigkeit, wird Ihnen da nicht ein bisschen mulmig? Das ist ja nicht mit Studien oder Analysen belegt, dass es dieses Problem gibt und wie tiefreichend das ist. Wird Ihnen da nicht ein bisschen mulmig, so viel Geld angesichts einer so dünnen Faktenlage da jetzt auszugeben? Ja, vielen Dank. Jetzt hoffe ich, dass ich keine Frage vergesse. Also erstens zum Budget. Die genaue Zahl ist wirklich schwierig festzulegen, weil erstens die Preise nicht klar sind nächstes Jahr, zweitens auch nicht klar ist, wer angesichts der natürlich Bedingungen, die an die Förderung geknüpft sind, wirklich einen Antrag stellt. Wie gesagt, es gibt sicher Unternehmen, die das nicht machen werden. Aber es wird, das Finanzministerium auch sicher dann noch sagen können, möglicherweise einen Nachtragshaushalt brauchen. Aber wie gesagt, das werden wir die nächsten Tage und Wochen berechnen, auf Basis von auch dann verschiedenen Szenarien. Ich glaube, das ist wichtig. So viel Zeit müssen wir uns geben, damit das auch sauber läuft. Wird ja auch beschlossen, dann erst im nächsten Jahr braucht ein Gesetz dafür.